wir gucken uns heute eine weitere animierte Geschichte an. Und zwar, meine Schwester hat mein Leben zerstört und mich im Rollstuhl allein gelassen. Voll viele schreiben immer noch in die Kommentare so, ja, dir ist schon klar, dass das nicht echt ist. Ist mir schon klar, keine Sorge, ich bin nicht blöd. Ich hoffe, ihr seid auch nicht blöd. Wir sind alle glücklich und zufrieden. Wir wissen alle, dass das gefaked ist und dass die Leute sich nur irgendeinen Quatsch ausdenken. Aber es ist trotzdem witzig, ja? Wahrscheinlich sogar deswegen. Hi, ich bin Claire. Und bis letztes Jahr war meine einzige Freundin auf der Welt meine Schwester Emma. Aber okay. Dann heiratete sie. Und ich verlor fast wie immer den Kontakt zu ihr. Bitte? Aber ich habe beschlossen, etwas Egoistisches zu tun, um das zu verhindern. Bitte. Ich hoffe, du kannst das verstehen, nachdem du meine Geschichte gehört. Okay, ich bin gespannt. Ich war immer in der Nähe meiner älteren Schwester Emma. Als Emma. Wir jünger waren, war sie die Selbstbewusste mit einem großen Sinn für Humor. Sorry, by the way. Meine Katzen machen hier Harakiri. Die jagen sich die ganze Zeit. Was soll das? Hör auf damit. Ich will hier filmen. Schüchtern war. Unser Vater war nie da und unsere Mutter starb, als ich nur ein Teenager war. Also gab es nur sie und mich. An einem schrecklichen Tag fuhr ich zur Arbeit, als ich von einem Auto angefahren wurde, das eine rote Ampel überfuhr. Frage. Also ihre Schwester hat quasi dafür gesorgt, dass sie aufgenommen wird, ja? Und dass ihre Schwester sich um sie kümmert und so ein bisschen der Mutterersatz ist. Verstehe ich das richtig? Ich wachte 2 Tage später auf und fand heraus, was passiert war. Ich habe überlebt, aber ich würde für den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen. Ich wurde entschädigt, sodass ich nicht arbeiten muss. Priorities. Da muss man erstmal die Switch in der Hand, mal gucken, wie das Animal Crossing Dorf so aussieht, ob man gerade Rüben kaufen kann oder nicht. Verstehe ich, kann ich nur relaten. Mein Leben sehr unbedeutend wurde. Ich verbrachte jeden Tag zu Hause und wartete nur darauf, dass Emma von der Arbeit zurückkam. Ich hatte vor dem Unfall nicht viele Freunde und konnte es nicht ertragen, sie danach zu sehen. Schließlich war die einzige Person, mit der ich sprach, Emma. Emma war sehr gesellig und ging gern aus. Sie hat mich immer eingeladen, mitzukommen, aber ich habe immer Nein gesagt. Warum? Ich meine, gut, verstehe ich. Ich würde auch nicht unbedingt was mit den Freunden meines Bruders machen wollen. Er wahrscheinlich auch nicht mit meinen. Von daher kann ich das sehen. Aber ich würde trotzdem an deiner Stelle halt irgendwann mal rausgehen und irgendwas unternehmen. Weil sonst bist du halt die ganze Zeit alleine zu Hause. Das ist ja auch nicht. Also, spiel wenigstens Switch. Also, weißt du, wenn du sagst, oh, du wartest den ganzen Tag drauf, dass deine Schwester nach Hause kommt. Schon mal drüber nachgedacht, eine Pro-Karriere anzufangen? Kann League of Legends sehr empfehlen. Ich kämpfte sogar Anzeigen für örtliche Veranstaltungen mit Magneten an den Kühlschrank und hoffte, dass ich etwas sehen würde, zu dem ich gehen wollte. Sie sagte mir, dass ich mich nicht von meiner Behinderung zurückhalten lassen sollte. Aber ich habe einfach nicht auf sie gehört. Ich dachte, dass jeder mich mit Mitleid ansehen würde und niemand würde etwas mit mir zu tun haben wollen. Claire, Online-Spiele sind deine Lösung. Ich sag's nochmal, ja? Fang einfach an, kauf dir einen Computer, setz dich da, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht, ist voll egal. Du sitzt den ganzen Tag sowieso nur, ja? Wisst ihr, was ich die meiste Zeit mache? Ich sitze. Ja, du kannst YouTuber werden, Claire. Da. Easy. Gern geschehen. Aus, dass sie ohne mich ausging. Ich genoss es sogar, von ihrer Zeit mit ihren Freunden zu hören. Eines Tages erzählte sie mir, dass sie einen Mann getroffen hatte, Dan, der sie zu einem Date eingeladen hatte. Er war ein Geschäftsmann aus Australien, den sie in einem Café getroffen hatte, als er versehentlich ihren... Der Koala-Mann, Klassiker. Jeder Australier hat immer so einen Hut auf und einen Koala. Picano nahm und dachte, es sei sein Latte. Ich dachte, das sei die lahmste Verabredung aller Zeiten. Bald traf Emma Dan mehr und mehr. Sie schien anders zu sein, seit sie ihn getroffen hatte. Die Dinge passierten so schnell und ich machte mir wirklich Sorgen um sie. Warum machst du dir Sorgen um sie? Ich meine, sie hat einen Freund gefunden. Das ist was Gutes, ja? Da sagst du, let's go, Schwester. Nice, aber nein. Zeit mit einem Mann verbringen, den sie kaum kannte. Eines Nachts lud sie ihn zum Abendessen ein. Wenn sie so viel Zeit mit ihm verbringt, kennt sie ihn ja dann doch irgendwann. Ihn kennenzulernen. Ich war mir bei ihm nicht sicher. Woher wusste meine Schwester, dass er aus den richtigen Gründen bei ihr war? Ich versuchte mit Emma darüber zu sprechen, aber sie wurde wütend und sagte mir, dass ich mein eigenes Leben bekommen müsse und dass ich das Haus mehr verlassen solle. Aber ich wollte nicht zuhören. Sie versuchte nur, das Thema von ihr und Dan zu wechseln. Ich beschloss, es für eine Weile zu lassen, bevor ich das Thema noch einmal ansprach. Eines Tages kam Emma ganz aufgeregt nach Hause. Dan hatte ihr in einem Restaurant einen Antrag gemacht und sie hatte ja gesagt. Ich fragte sie, ob sie wirklich darüber nachgedacht habe, jemanden zu heiraten, den sie weniger als ein Jahr kannte. Aber sie wurde wirklich wütend. Ich gebe zu, das ist echt früh, ja? Also das würde ich auch nicht machen, ja? Ich meine, heiraten, schön und gut, ja? Aber man sollte sich da schon eine Weile kennen, damit man sich sicher ist. Und man sollte meiner Meinung nach auch eine Weile schon zusammen leben, bevor man heiraten will, ja? Ich war mit meinem ersten Freund, war ich relativ früh, wir sind nach einem Jahr erst zusammengezogen, ja? Oder nach anderthalb Jahren oder sowas. Und dann hat es danach nicht mehr lange gehalten, weil das Zusammenziehen irgendwie die Dynamik ein bisschen geändert hat und man danach so gedacht hat, so, das ist jetzt nicht mehr so das Wahre. Und dann habe ich mich halt getrennt, weil das dann halt ein bisschen blöd war. Und wenn die den heiratet, bevor sie überhaupt zusammen gewohnt haben, weil davor habe ich mir auch gedacht, wunderbar, einwandfrei, ein Herz und eine Seele, aber danach nicht mehr, ja? Und da kommen dann die wahren Probleme auf. Vielleicht macht der eine sowas Komisches wie 3 Uhr nachts die ganze Zeit lautstark Video aufnehmen und du willst eigentlich nur schlafen. Und das stört dich, kann ja sein. Sagte mir, dass ich über mein eigenes Glück nachdenken und mich nicht in ihres einmischen solle. Aber ich war immer noch überzeugt, dass er nicht so perfekt war, wie sie sagte. Also entschied ich mich, zu ermitteln. Ich googelte ihn
um zu sehen, was ich finden konnte. Goggle. Ich fand sein Facebook, sein Instagram und sein LinkedIn. Klassisches Goggle-Chromium. Ich hatte Angst, dass er sehen würde, dass ich ihn ausspionierte. Also habe ich ein gefälschtes Konto eingerichtet, um ihm zu folgen. Du kannst auch einfach in Inkognito-Modus gehen, ja? Ich meine, wofür ist er da? Das ist eine Frau, Julie, viele seiner Beiträge auf Facebook likte. Dann fing sie an, seine Bilder auf Instagram zu liken. Ihre gesamten sozialen Medien waren öffentlich, sodass ich alles sehen konnte, was sie gepostet hatte. Eines Nachts sah ich, dass sie in einer schicken Bar in der Stadt war. Fragte Emma, wo Dan sei, und sie sagte mir, er sei in einer Bar für ein Geschäftstreffen. Oh. Ich erzählte Emma von Julie und dass ich dachte, dass wir zusammen in der Bar waren. Emma war so wütend, dass ich ihrem Verlobten nachgestellt hatte. Ich sagte ihr, wenn sie dachte, dass ich mich irre, soll sie in die Bar gehen und es sich selbst ansehen. Also stürmte sie aus dem Haus und ging in die Bar, um ihn zu konfrontieren. Ich setzte mich hin und wartete auf sie, bis sie eine Stunde später unter Tränen zurückkam. Sie war in die Bar gegangen und hatte Dan und Julie zusammen gesehen. Als er Emma gesehen hatte, war es ihm unangenehm erschienen, als er wäre erwischt worden. Sie ist zu ihm gegangen, um ihn zu konfrontieren. Und er wollte ihr einfach nicht sagen, wer Julie war. Aber ich dachte, wenn er auf dem Geschäftstreffen ist, Dan, warum bist du so ein schlechter Lügner? Alle in dieser Geschichte stören mich. Ich meine, Dan kann einfach sagen, ja, das ist meine Geschäftspartnerin, mit der ich mich treffe, zu einem Geschäftstreffen. Dann wäre die Sache gegessen werden. Schlechter Lügner an Dan und schlechte Ermittlerin an die Schwester. So, verteile hier Schulnoten. Verärgert, dass sie ihren Verlobungsring abzog und nach ihm geworfen hat. Und ihm sagte, dass sie ihn nie wiedersehen wollte. Sie rannte aus der Bar und schaute nicht zurück. In den nächsten Tagen blieb Emma im Bett und ich kümmerte mich endlich einmal um sie. Dan rief sie auch immer wieder an, aber sie ging nicht ran und blockierte bald seine Nummer. Dann tauchte er vor unserer Tür auf. Ich öffnete die Tür und sagte ihm, er soll nach Hause gehen. Er hörte nicht zu, er lief an mir vorbei und in ihr Zimmer, um sie zu sehen. Sie schrien und schrien sich ewig an. Das nicht. Und dann wurde es ruhig. Eine Stunde später kam sie Hand in Hand aus ihrem Zimmer. Ich bemerkte, dass Emma wieder ihren Verlobungsring trug. Ich fragte sie, was passiert sei. Sie sagte mir, dass ich mich geirrt hatte und dass Dan nicht bei einem Date in der Bar war oder eine Affäre hatte. Julie war eine alte Freundin, die ihm einen Job angeboten hatte. Er hatte sie heimlich getroffen, da er es Emma noch nicht sagen wollte, falls er den Job nicht bekommen sollte. Aber warum sagst du das denn in der Bar nicht? Dan! Warum? Warum bist du so ein Dummi? Er hat bekommen und ihn angenommen. Emma sagte, sie habe nicht nur zugestimmt, Dan zu heiraten, sondern auch mit ihm zusammenzuziehen, damit er den Job annehmen konnte. Ja, klar. Natürlich ziehst du zusammen. Wenn du verheiratet bist, selbstverständlich ziehst du dann zusammen. Ich meine, that's kind of the point, you know? Julian war. Ich schrie sie an, dass sie mich nicht verlassen könne. Sie versuchte, mit mir zu reden, aber ich war so wütend und verärgert, dass ich nicht zuhörte. Sie erzählte mir, dass meine Eifersucht mich überwältigt hatte und dass ich lernen musste, auf mich selbst aufzupassen. Was korrekt ist. Sie verließ das Haus mit Dan. Ich schrie ihr nach und begann zu folgen. Aber als ich zur Tür kam, konnte ich es einfach nicht ertragen, nach draußen zu gehen. Ich rief und flehte sie an, zurückzukommen. Aber sie ging weg. 2 Wochen später war ihr Hochzeitstag. Ich war die Trauzeugin und einige von Emmas Freunden waren Brautjungfern. Aha. Sie unterhielten sich alle mit mir und sagten mir, die wie schön es war. Sie sehen alle aus, als ob sie aufs Klo müssen, aber ganz dringend. Jede einzelne von den dreien. Mich endlich zu treffen. Aber ich wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Alles, woran ich denken konnte, war, wie sehr ich Dan hasste, weil er meine Schwester gegen mich aufgehetzt hat. Nach der Zeremonie versuchte er mit mir... aufgehetzt? Deine Schwester war bis zum Ende nett und freundlich zu dir. Alles, was sie jetzt macht, ist mit ihrem Mann zusammenzuziehen. Ohne ihre Schwester. Übrigens, ja, ganz kurz. Was hat die Schwester daran... Also, ich meine, die ist im Rollstuhl, ja, das verstehe ich schon. Aber warum ist die große Schwester schuld? Am Anfang der Geschichte haben wir gelernt, dass sie in einem Autounfall war. Alleine. Und seitdem im Rollstuhl ist. Wo hat deine Schwester dein Leben zerstört und dich im Rollstuhl gelassen? Ja, Claire? Zu sprechen. Aber ich weigerte mich. Ich wollte nichts mit diesem Mann zu tun haben, der mir meine Schwester gestohlen hat. Eine Woche nach der Hochzeit wanderte Emma nach Australien aus und verließ mich. Als sie zum Flughafen ging, blieb ich in meinem Zimmer und weigerte mich, mich von ihr zu verabschieden. Ich fühlte mich so taub, nachdem sie weg war. Die nächsten Tage blieb ich im Haus. Ich bekam Essen geliefert und sprach mit niemandem. Es gab niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Emma hat mich so oft angerufen, aber ich habe nicht geantwortet. Als sie mir eine Voicemail hinterließ, in der sie drohte, die Polizei zu rufen, schrieb ich ihr eine SMS, um ihr zu sagen, dass es mir gut geht, aber sie mich in Ruhe lassen sollte. Ein paar Tage später erhielt ich einen Brief von Emma, in dem sie mir mitteilte, dass sie unter anderem wollte, dass ich lerne, auf eigenen Füßen zu stehen. Ja, meinetwegen. Das ist eigentlich von der Schwester sehr reasonable, von der Claire. Ich meine, auch verständlich, weil niemand wohnt gerne alleine, ja? Als Person, die alleine wohnt, niemand wohnt gerne alleine. Das ist kacke. Kann ich schon verstehen, dass man das nicht will, vor allem, wenn man es gewohnt ist, mit seiner Schwester zusammen zu wohnen. Aber es kann doch nicht sein, dass du keinen einzigen Freund in deinem ganzen Leben gemacht hast. Konnte nicht anders, als zu lachen, als ich es las. Ich saß im Rollstuhl. Ich würde nie wieder stehen, schon gar nicht auf eigenen Füßen. Mhm. Technisch gesehen konnte das also nicht funktionieren. Aber hinter Emmas Worten steckte eine Botschaft, die sie immer wieder versuchte, mir zu vermitteln.
Ich musste aufhören, mich einsam zu fühlen und meine Wut auf sie und Dan zu konzentrieren. Das ist korrekt. Und stattdessen anfangen, auf mich selbst zu achten. Das ist korrekt. Plötzlich fühlte ich mich von Panik gepackt. Abgesehen von Emmas Hochzeit hatte ich das Haus seit Monaten nicht mehr verlassen. Wie soll ich das jetzt tun? Und wie würde ich ohne Emma dort zur Unterstützung zurechtkommen? Ich musste nachdenken. Ich ging in die Küche, um eine Tasse Tee zu machen, als ich den Kühlschrank sah. Darauf waren die Anzeigen, die Emma befestigt hatte, in der Hoffnung, dass ich eine Veranstaltung oder einen Verein sehen würde, zu dem ich gehen wollte. Bitte, mach irgendwas. Ich beschloss, dass ich mutig sein musste. Ja. Ich schloss die Augen und wählte nach dem Zufallsprinzip eine Anzeige aus und versprach mir, dass ich, was auch immer da war, gehen würde. Als ich die Augen öffnete, sah ich, dass es sich um eine Anzeige in einem örtlichen Pop handelt. Let's go! So nervös ich auch war, ich war entschlossen zu gehen. Als es zur Quiznacht kam, hatte ich solche Angst, aber ich dachte immer wieder darüber nach, was Emma darüber gesagt hatte, dass ich auf meinen eigenen zwei Füßen stehen müsse. Aha. Als ich dort ankam, saß ich in der Tür und zitterte vor Angst. Warum hatte ich gedacht, dass es eine gute Idee wäre, alleine zu einem Pubquiz zu gehen? Ich kannte niemanden. Was wäre, okay, wenn mich niemand in sein Team aufnehmen wollte? Ich atmete tief durch und ging hinein. Die Bar wurde ruhig und alle am Tisch, der mir am nächsten war, sahen mich an und starrten. Es war mein schlimmster Albtraum. Die Leute starrten auf meinen Rollstuhl. Dann stand ein Mann auf und kam zu mir rüber. Er lächelte und stellte sich vor. Er bat mich, ihrem Team beizutreten, weil ihnen ein Mitglied fehlt. Ich war so erleichtert, dass sie nicht auf meinen Rollstuhl starrten. Sie waren nur erfreut, ein neues Gesicht zu sehen. Seitdem ist das Leben so viel aufregender geworden. Claire. Ich gehe jede Woche mit meinem neuen Freunden zum Quiz und habe sogar mit einigen von Emmas Freunden Kontakt aufgenommen, die ich bei der Hochzeit getroffen hatte. Oh. Da Emma mir so viel über sie erzählt hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich... Die sind jetzt auf dem Weg. Endlich ist die Schlange vorbei. Jahren kenne. Jetzt habe ich ein großartiges Sozialleben und gehe mehr aus dem Haus, als ich es schon sehr lange getan habe. Emma hatte recht. Ich fühlte mich nur einsam, weil mir das Vertrauen in mich selbst fehlte. Ihr Weggang war der Anstoß, den ich brauchte, um mutig zu sein und Freunde zu finden. Guck aber mal, ich weiß, dass es für noch etwas anderes gibt, das ich tun muss. Und es wird meine größte und beängstigende Herausforderung sein. Ich habe gerade ein Flugticket gebucht, um nach Australien zu fliegen und Emma zu besuchen. Guck mal. Es ist das erste Mal, dass ich allein fliege und das erste Mal, dass ich seit dem Unfall reise. Emma weiß nicht, dass ich komme. Und ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen und sie zu überraschen. Es geheim zu halten war schwierig, aber ich hatte viel Hilfe von Dan. Es war eigentlich seine Idee. Guck mal, der Dan ist so ein guter Typ. Er ist nicht so schlimm, wie ich dachte, als ich ihn zum ersten Mal traf. Tatsächlich ist er ein netter Kerl und ich bin froh, dass Emma ihn getroffen hat. Okay. Wenn er meine Schwester nicht geheiratet hätte, hätte ich nie bemerkt, wie stark ich doch bin. Yeah, was für eine motivierende Geschichte, ja? Was für eine aufbauende Botschaft. Wow. Gut, der Titel ist irreführend, so wie immer, aber ich schätze mal, das ist so ein bisschen das Common Theme bei diesen Videos, also können wir darüber hinwegsehen. Ich muss sagen, tatsächlich gar nicht so unrealistisch, ja? Ich hätte am Anfang gedacht, das wird was Wildes, aber könnte tatsächlich so passiert sein. Also, wer weiß, vielleicht nimmt das Ganze ja noch eine positive Wendung hier und die binden uns nicht die ganze Zeit in Bären auf. Ich entschuldige mich nochmal für meine Katzen, weil die hier denken, jetzt ist der Moment gekommen. Die waren den ganzen Tag waren die ruhig, haben geschlafen, haben nichts gemacht. Die Sekunde, wo ich mich hinsetze zum Aufnehmen und machen Harakiri. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr diese Videos gerne schaut, verlinke ich euch in der Endcard nochmal eine Playlist. Dann könnt ihr euch die ganzen, die wir schon gemacht haben, hintereinander weg anschauen. Und ansonsten sehen wir uns morgen zu einem neuen Video. Macht's gut, ciao!